Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 2. Oh, da war ein kleiner Ruckler. Und ich will irgendwie immer noch die Leute hier verprügeln. Wir haben... Oh, Feuernessel. Also hier im, im Banditenlager. Und wir haben ja in der letzten Folge Ringe geholt. Ring der Lebenskraft. Hier auch nochmal Lebenskraft. Und den hier Schutz vor Waffen und so. Müssten wir jetzt eigentlich... ja, vor Waffen 45 haben wir jetzt Schutz. Das heißt, wir müssten dann eigentlich gegen den einen Dude da, Rod heißt er, ja auskommen. Gehe ich mal von aus. Also, dass wir jetzt dieses Mal gegen den etwas besser durchstehen. Und danach würde ich auch Silvio und Bronco, oder wie der hieß, auch noch verprügeln wollen. Es riskieren. Und ja, mal schauen, wie wir damit jetzt klarkommen. Also, ich will das wirklich schaffen gegen die. Naja, also jetzt erstmal so oder so. Bis dahin rüberlatschen. Und hoffen wir mal, dass das klappt. Zur Not können wir ja die Sachen auch wieder verkaufen, aber wir haben auch richtig viel Gold jetzt deswegen verbraten. Wir haben jetzt schon richtig viel Gold verloren dafür. Ich hätte aber auch gerne wirklich langsam mal eine bessere Rüstung. Also zum Kloster wollen wir jetzt nicht. Wir wollen ins Banditenlager bzw. Söldnerlager. Und uns fehlt ja auch noch ja fast 2000 Erfahrungspunkte, um weiterzukommen, voranzukommen. Und hier an die Blutfliegen, die hier sind, kommen wir wegen den Lurkern ja schlecht ran. Dass die hier auch irgendwie zusammen da klarkommen, obwohl wir könnten ein paar anlocken. So, speichere ich hier einmal. Wären auf jeden Fall ein paar Erfahrungspunkte. Warte mal. Den Zauber machen wir mal wieder weg. Genau. Komm, einer von euch. Nein, nur einer. Nur einer. Ja, du. Yo, okay, ein Schlag. Kommen wir gegen die Lurker an, dann? Okay, nee, das eine war nur ein bisschen besser getroffen einfach. Komm. Der hat uns auch schon im Visier. Da ist nichts zu holen. Okay. Das definitiv speichern, weil das ist ein Erfolg, dass wir die geschafft haben. Ohne die Lurker an uns, zu uns zu locken. Nein, nicht hier runter. Ich will hier oben bleiben. So, was ist mit den beiden? Kommen wir jetzt damit besser klar gegen die? Das sind auch Erfahrungspunkte. Ja, komm. Okay. Ein Keiler kriegen wir. Yo. Okay, das müssen wir speichern, definitiv. Wenn wir jetzt den da auch noch kriegen. Jo, komm. Ja,
Okay, nice. So, dann eben jetzt hier aufessen. Hier ist es noch nicht so einfach mit dem Fleisch, dass wir viel Fleisch bekommen. Gibt's hier hinter noch was? Ne, hier hinter hatten wir ja schon alles. Dann müssten wir den da eventuell noch aufs Maul hauen. Ne, nicht den Schäfer, den da hinten. So, nochmal speichern. Das ist wichtig. Ne, ne, erstmal einstecken. Erstmal mit dem Labern. Na, bist du hin? Ich geh. Wenn du. Ja, komm. Dann. Kannst. Na. Komm. Komm. Alter. Okay, komm. Komm, ein Hit müssen wir jetzt machen, also einen kräftigen Hit. Nein. Okay, aber es lief besser. Nur manchmal ist hier, wie neu hier, ein bisschen langsam, was die Schläge angeht und Verteidigung. Na, wo bist du hin? Ich geh, wenn du. So. Dann. Na. Okay, der war ein sauberer Schlag. Jo. Alter. Komm. Das müssen wir jetzt schaffen. Komm, Bronco. Ja, wir haben es geschafft. Nehmen wir alles mit von dem. Und Holzfäller-Axt. So, können wir jetzt essen? Warte, Holzfäller-Axt? Ah, 12 zu wenig. Aber warte, das ist Zweihandwaffe sogar. So, jetzt müssen wir. Versuch das ja nicht nochmal. So. Warte mal. Bronco verschmutzt. Na? Immer noch große Fresse? Nicht schlagen, bitte. Ich gehe auch wieder arbeiten, okay? Ja, jetzt haben wir den auf jeden Fall. Das ist definitiv ein Erfolg. Da sind wieder zwei von den Welträubern. Warte, das speichern wir. Die Feldräuber schnappen wir uns jetzt eben. Alter, wie viele Feldräuber sind denn hier jetzt, wenn man ehrlich ist? Oder sind die gespawnt? Das sind schon heftig viele. Komm. So, den haben wir. Jetzt den nächsten. Und Dodos sind da hinten. Ja, Mann.
Okay, nice. 3 Doros. Das heißt wieder 3 Fleisch. Und Wölfe. Okay, hier können wir gut noch was holen. Was ist mit dem? Ey, das sind meine Erfahrungspunkte. Das sind meine Erfahrungspunkte. Was fällt euch ein? Komm, greif ihn doch an. Alter, was? Wieso kann ich die nicht... Ist der Wolf noch am Leben? Wo ist denn der Wolf hin? Haben die jetzt ernsthaft den Wolf erledigt? Ja, ich will dich. Komm. So. Da ist nichts zu. Der nächste bitte. Nichts zu holen. Okay, da ist der Wolf. Komm, triff den doch. Warum ist er immer so langsam? Gegen die kämpfe ich mal lieber nicht. So, müssen wir jetzt wieder fressen. Wohl Käse, können wir mal gönnen. Und was haben wir hier? Waldbeere gibt Energie. Dunkelpilz. Weidenbeere. Sumpfkraut gibt gar nichts. Ah, wir brauchen Heiltränke, definitiv. Die haben ihren Dodo gekillt. Die haben mir meinen Dodo getötet. Die sind jetzt aber nicht hinter mir her, oder? Die haben meinen Dodo getötet. Da ist nichts zu holen. Alter, was für Schweine, ey. So. Nur einen. Einer von euch geht in Ordnung, ja? Ja, du darfst. Komm. Alter. Das hat jetzt ein bisschen länger gedauert. Okay, nice, das haben wir geschafft. So, dann jetzt das letzte 4 Fleisch. Einmal speichern und dann gehen wir in den Kampf gegen Rott. Das muss jetzt zumindest gehen, oder? So. Was ist denn das da für ein Turm? Ist das Xardas Turm? Nee, das ist nicht Xardas Turm. Das ist ein anderer Turm. Müssen wir auch mal hin und uns das mal ansehen. Das ist Raoul, den haben wir schon. Noch mehr Ärger kann so, hier einmal speichern und dann jetzt gegen Rott kämpfen. Hauen wir dem jetzt aufs Maul.
Ich werde dir wohl mal Manieren beibringen müssen, oder? Versuch's doch mal. Oh Gott. So. Mach ihn fertig! Alter. Den wirst du ja wohl schaffen. Ey. Der reagiert. Was hast du drauf? Lass dir nichts gefallen. Der reagiert auf gar nicht. Den wirst du ja wohl schaffen. Der reagiert einfach auf gar nicht. Oder zu früh oder zu spät bei mir. Ich weiß nicht, woran das liegt. Noch mehr. Keiner wissen. So. Auch seine Entscheidung. Man darf halt nicht alles glauben. Jetzt geht's. Mach ihn schon. Ich hab so einiges gehört. Mach ihn fertig. Ja, so ist gut. Mach schon. Das hat er doch vorher gesagt. Komm. Zeig zu. Alter. Wenn er das nicht sieht, kann ich ihm auch nicht mehr helfen. Zeig zu. Ja, so ist gut. Meine Meinung will ja kein... Oh, das tat weh. Das ist immer schlimme Sache. Ja, zeig sie. Gib's ihm. Oh, nein. Als ob Bill ja selbst hinter ihm herkommt. Immer fest drauf. Zeig mal, fest drauf! Da muss man mal ganz... Ja, gib's ihm! Oh, ja, so ist gut! Immer fest drauf! Komm, komm! Ja, so ist gut! Zeig's ihm! Na, mach schon! Ja, gib's ihm! Immer fest drauf! Na, mach schon! Jetzt wird's lustig! Zeig sie! Komm! Zeig sie auf! Das hat er doch. Komm, noch ein bisschen, das schaffen wir. Mach ihn fertig! Nicht schlecht. Oh nein, das war so knapp! Das war so knapp! Das hätten wir fast geschafft! Alter! Noch mehr. Wissen. So. Und glaub ja nicht, dass das alles ist. Alter, was soll denn das? Ja, so ist gut. Dem hast du's gezeigt. Wieso macht er aber auch so viel Crit-Schaden? Noch mehr Ärger. Ich raff es nicht, warum der so stark ist. Keine Ahnung, sag du es mir. Mein Gott. Ja, so ist gut. Oh, das tat weh. Ihr hatte das nicht. Ja, das ist gut. Das hat er verdient. Alter, wieso ist Rod so stark? Noch mehr Ärger kann ich nicht gebrauchen. So, das. Das habe ich früher auch immer gesagt. Hallo, Waffe. Mein Gott. Mach schon. Ja, mach schon. Ja, so ist gut. So, zeig zu. Ihm. Ja, gib's ihm. Komm. Meine Meinung will ja keiner. Ja, immer fest drauf. Ja, so ist gut. Immer fest drauf. Alter. Zeig zu. Fest drauf. Ja, so ist gut. Ich bin da nicht so sicher. Zeig's ihm. Ja, so ist gut. Immer fest drauf. Nein. Schlecht. Alter, wir hatten den gerade kurz fast geschafft. Das noch mehr Ärger. Wieso läuft das nicht? Wieso kriegen wir das nicht hin? Ich reg mich gerade richtig. Erzähl mir nicht, ich kenne sowas. Mein Gott. Jetzt geht's. So. Jetzt müssen wir aber. Das gibt's doch gar nicht. Zeig's ihm. Zeig's ja, ihm. Ja, so ist gut. So. Oh, der hat gesessen. Ja, der hat gesessen. Oh, der hat gesessen. Man darf halt nicht alles glauben, was man hört. Ja, alles. Okay, nicht zu... Ja, erst angreifen, wenn er geschlagen hat, nachdem er geschlagen hat. Schon. Zeig's ihm. Ah. Oh, das tat ich weh. Ich weiß nicht mehr, was ich glauben soll.
Zeig's ja, ihm! So ist gut! Oh, das darf nein! Du hast es gezeigt! Oh! Warum? Warum macht das so viel Schaden? Ich versuche. Mein Gott. Das hat er wirklich nicht verdient. Schlag zu. Nein, komm. Meine Meinung will ja keiner hören. Komm jetzt. Zeig ja, ihm. So ist gut. Sag mir nicht, du hast das nicht. Schlag ihm. Zu. Mein Gott, ein Kampf. Ja, ah, so nein. Ist gut. Alter. Zeig's ihm! Ja, gib's ihm! Ich hasse das gerade. Ich hasse das Kampfsystem hier gerade, richtig. Das Kampfsystem ist absolute Scheiße gerade. Okay, ich weiß jetzt. Meinetwegen hasst mich dafür, kritisiert mich, aber das Kampfsystem ist scheiße. Wenn das so ist, dass. Wenn man die Steuerung gedrückt hält, aber der oft nicht reagiert, wenn man auf S oder W drückt, dann ist das absolute Scheiße. Sorry. Meinetwegen kritisiert mich dafür, aber... Ey. Meinst du, mir geht es besser? Schau mal, vielleicht sind die da drinnen ein bisschen einfacher. So. Hier, Bulko. War ja hier mal. Leg mich mit dem an. So, komm. Wir beide sollten uns mal unterhalten. Ich wüsste nicht, worüber. Mhm. Dann muss ich den da wahrscheinlich öfters mal anquatschen. Silvio. Mir ist zu Ohren gekommen, du hast es auf meine Jungs abgesehen. Und soweit ich weiß, bist du einer von Lees Schützlingen. Ich warne dich. Bald werden sich hier einige Dinge ändern und dann... werden wir uns nochmal über die Sache unterhalten. Mhm. Ja. Ziemlich viele Leute reden über dich. Ziemlich viele Leute reden zu viel. Mhm. Steck die Waffe weg! Na bitte, geht doch! So. Hey, Arschloch! Du glaubst doch nicht etwa, dass ich mich mit dir auf ein Duell einlasse. Kriech wieder unter deinen Stein. So. Thekla hat ein Problem mit dir. So? Was hat die gute Frau denn? Und warum kommt sie nicht selbst? Das weißt du verdammt gut. Warum unterhältst du dich nicht ein bisschen mit meinem Freund Bulko darüber? Ja, den will ich auch noch ausmachen. Ich werde... den beiden hier definitiv noch aufs Hey, du. Silvio mag es nicht, wenn man ihn anspricht. Hast du das immer noch nicht kapiert? Ja, dir werde ich aufs Maul hauen. Weg mit der Alter, wie stark ist der? Fuck. Okay. Bulko, Silvio und Rotz. Die sind ein bisschen zu stark. Wer fehlt noch? Aber quatschen wir mal erstmal mit Torloff. Irgendwas müssen wir noch machen. Will hier auf jeden Fall angenommen werden. Und die brauchen eine bessere Rüstung. Hm. Wie ist mein Ruf bei den Söldnern? Mal sehen. Wolf sagt, er hat nichts dagegen, wenn du mitmachst. Jarvis ist sich noch nicht sicher, ob du auf der richtigen Seite stehst. Er hat keine Lust, dass noch mehr Leute nach Silvios Pfeife tanzen. Ich übrigens auch nicht. Cord denkt, du wärst gut genug, um anzufangen. Sentenza will für dich stimmen. Er sagte, du wärst ein sehr vernünftiger Mann. Von Silvio und Bulko brauche ich wohl gar nicht erst zu reden. Die beiden Schwachköpfe sind gegen jeden. Buster meinte, du wärst okay. Mhm. Der Rest der Söldner hat nichts gesagt. Die meisten hast du wohl überzeugt, indem du die Probe bestanden hast. Obwohl viele meinen, einem Bauern die Pacht abzuknöpfen, wäre für eine Probe zu leicht gewesen. Meine Stimme hast du jedenfalls. Immerhin hast du schon einige faire Duelle gewonnen. Ja. Das ist schon eine ganze Menge, aber es reicht noch nicht. Okay. Du wirst dich noch eine Weile mit den Jungs rumschlagen müssen. Ja. Ich glaube, wir machen das erstmal mit Rott. Rott reicht. Silvio und so werden wir nicht schaffen. So. Es war genau
Genauso wie du sagst. Fragen wir erstmal das. Ich will mich den Söldnern anschließen. Schwächlinge können wir hier nicht gebrauchen. Ich habe da meine eigene Meinung. Ich werde dir wohl mal Manieren beibringen müssen, oder? Versuch's doch mal. Ja, du das nicht. Mein Gott. So, komm. Ja, gib's ihm! Schlag zu! Komm, dieses Mal muss es besser laufen, oder? Ja, gib's ihm! Ja, gib's ihm! Schlag zu! Komm, komm! Wenn er das nicht sieht, kann ich ihm auch nicht. Na mach schon! Ja, gib's ihm! Alter! Ja, gib's ihm! Das war noch schon. Na mach schon! Ich hast du's gezeigt! Ich hasse das gerade. Ich hasse es, ich hasse es, ich hasse es, ich hasse es. Da muss man mal ganz Also zumindest das Kämpfen hier gerade gegen die. Ich weiß nicht, warum er sich so aufregt. Ich weiß nicht, vielleicht ist einfach nur meine Waffe scheiße. Ganz kräftig dazwischenhauen. Da fehlen mir jetzt Stärkepunkte, ich brauche eine Zweihandwaffe. Ich will seine haben. Er hat auch keine Leute hier. Kann ich irgendwen anders hier kaputt hauen, dessen Zweihänder klauen und dann... Nicht mehr, was ich glauben soll. Irgendwie muss... Wie sieht's mit Sentenza aus? Ich bin gekommen, um mich euch anzuschließen. Ich bin gekommen, um mich euch anzuschließen. Schön für dich. Dir ist klar, dass die Söldner abstimmen werden, ob du mitmachen darfst oder nicht. Mhm. Ist das ein Gesicht oder ein Hintern vorne an deinem Kopf? Sag mal, ist das ein Gesicht oder ein Hintern da vorne an deinem Kopf? Okay, du hast es so gewollt. So, ich... So, Alter. Okay, der ist einfacher. Nur, der hat... Hör nicht auf! Der hat ein bisschen... Mehr Leben. Nein, der ist doch nicht einfach. Alter, wie soll ich gegen die ankommen? Wie soll ich gegen die klarkommen hier? Er hat auf die falschen Leute weitergegeben. Alter. Meine Meinung will ja keiner hören. Wir müssen jetzt irgendwo noch 1000 Erfahrungspunkte sammeln. Gehen wir mal hier in den Wald. Dann müssen wir vielleicht eher mehr auf Stärke gehen. Wie viel Stärke haben wir eigentlich jetzt? 38. 38 Stärke. Wenn wir das eine Ding hier aufsetzen, den hier, dann haben wir einen Stärkebonus. Genau, dann haben wir 43. Und dann, wenn wir nochmal... Wir müssen irgendwo nochmal zwei weitere Stärkepunkte kriegen. Wo kriegen wir die? Irgendwo müssen wir nochmal zweimal Stärke bekommen. Was ist denn das hier? Eine Sichel. Könnte man verkaufen. Ja, aber das fuckt mich gerade wirklich ab, dass wir viel zu schwach sind. Sorry, dass ich mich gerade auch ein bisschen aufgeregt habe. So, was mit da? Was rauchst du da? Was rauchst du da? Willst du mal ziehen? Klar. Klar. Nicht schlecht, was? Wo hast du das Zeug her? Ich hab so meine Quellen. Machst du noch was anderes außer rauchen? Machst du noch was anderes außer zu rauchen? Zurzeit nicht. Ich will mich den Söldnern anschließen. Ich will mich den Söldnern anschließen. Hast du was dagegen? Mir egal. Der ist geil. Der ist super. Den mag ich. Der da. Meinst du, mir geht es besser? Ja, aber ich brauche jetzt irgendwie... Hey, du!
Wie sieht's aus? Wie sieht's aus? Hey, kenne ich dich nicht irgendwoher? Kann schon sein. Ich habe damals in der Kolonie mit Sumpfkraut gehandelt. Weißt du noch? Ja, stimmt. Und womit handelst du jetzt? Ach, frag nicht. Ich hatte ein ganzes Paket Sumpfkraut aus der Minenkolonie mitgebracht. Viele von den Söldnern rauchen gerne mal ein. Ich habe eine hübsche Stange Geld nebenbei verdient. Aber irgendein Mistkerl hat mir das ganze Kraut aus meiner Truhe gestohlen. Bin mir ziemlich sicher, dass es dieser Bodo war. Er hat sein Bett im selben Raum wie ich und er grinst mich immer so dämlich an. Mhm. Was willst du jetzt mit dem Dieb machen? Irgendwann werde ich ihn dabei erwischen, wie er mein Kraut wegraucht. Und dann werde ich mir ein ruhiges Örtchen suchen und ihn mir mal zur Brust nehmen. Wenn ich ihn hier mitten auf dem Platz umhaue, kriegen es die anderen Bauern mit. Und ich kann mich dumm und dämlich bezahlen. Warum das? Ganz einfach, wir dürfen uns nicht an den Bauern vergreifen, sonst knöpft uns Lee ein fettes Strafgeld ab. Ona will das so. Mhm. Und je mehr Zeugen es gibt, desto mehr Wind wird gemacht. Das macht die Sache teurer. Also werde ich die Sache schön unauffällig abziehen. Mhm. Ich will nicht Lees Leuten anschließen. Lees Leute? Wenn Lee so weitermacht, sind das bald nicht mehr seine Leute. Wieso? Lee war immer schon ein ruhiger Vertreter. Das war schon damals in der Kolonie so. Aber in letzter Zeit übertreibt er's. Er will, dass wir hier sitzen und einfach abwarten, bis die Paladiner ausgehungert sind. Silvio ist der Meinung, wir sollten mal ein bisschen auf den kleinen Höfen und vor der Stadt aufräumen. Ich glaube, das wäre mal eine gelungene Abwechslung. Zurzeit drehen die meisten von uns hier nur Däumchen. Willst du dich uns trotzdem anschließen? Ich will auf jeden Fall bei euch mitmachen. Du weißt bestimmt schon, dass über jeden Neuen abgestimmt wird. Ja, worauf willst du hinaus? Naja, ich hatte lange nichts mehr zu rauchen. Bring mir ein paar Stängel Sumpfkraut und meine Stimme gehört dir. Du kannst bestimmt irgendwo was auftreiben. Ja, da kriegen wir hin. Wegen des Sumpfkrauts, habe ich verstanden? Wegen des Sumpfkrauts. Er hat auf die falschen Leute. Ich werde sehen, was ich machen kann. Zeig mir mal deine Ware. Ich habe zurzeit kein Sumpfkraut. Willst du was anderes? Ich hoffe, einen besseren Zweihänder. Grobes Schwert benötigt Stärke 50. Ich brauche eine vernünftige Waffe. Das Ding, was ich hier habe, ist absolute Scheiße. Aber ja, dann würde ich sagen, wir machen in der nächsten Folge weiter. Sorry für meinen Aufreger vorhin, aber ja, manchmal kommt einem die Emotion hoch, dann regt man sich ein bisschen auf. So. Ich sage nicht, dass das Spiel schlecht ist, es war nur einfach so, wenn man hier am Kämpfen ist, dass der nicht immer so macht, wie man will. Hier, ich drück die ganze Zeit W, da will er nicht. Okay, was? Okay, interessant. Ja, mit dem Kampfsystem muss ich mich ein bisschen mehr auseinandersetzen. Also, im ersten Teil fand ich den tatsächlich irgendwie leichter. Keine Ahnung warum. Habe ich da schneller dran gewöhnt als hier. Na egal, dann vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.